Fokussiert, geradlinig und ausdauernd. Attribute, die Nadine Gonska an die nationale Leichtathletikspitze über die 400 Meter geführt haben. Dabei ist die 29-Jährige von der MTG Mannheim eigentlich eine Spätstarterin. Es war so, dass ich 2011, also mit 21, zum Studieren hierher gekommen bin und habe vorher Leichtathletik so ein bisschen auf Hobbyebene gemacht und konnte mich dann hier im Mannheimer Verein unter den guten Bedingungen einfach dann so weit verbessern, dass es dann irgendwann für die nationale Spitze gereicht hat. In Mannheim steigerte die gebürtige Duisburgerin nicht nur ihre Trainingsintensität, sondern wechselte auch vom Weitsprung zum Sprint. Ein Schritt, der sich auszahlte. Über die 200 Meter nahm sie an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 teil. Trotzdem wechselte Gonska danach von der 200 auf die 400 Meter Strecke. Man hat so ein bisschen mein Potenzial eben in dieser Strecke gesehen. Ich war anfangs hat so ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich mich mit der Strecke angefreundet habe und auch mit dem umso härteren Training. Aber der Erfolg hat dem dann irgendwie recht gegeben, dass ich da die richtige Wahl getroffen habe. Bei dieser Entscheidung hat sie ihr Vereinstrainer Rüdiger Haxen tatkräftig unterstützt. Ich denke, ein Athlet hat nur eine Karriere in seinem Leben und da soll man das versuchen auszubauen, wo er vielleicht die größte oder sie in dem Fall die größte Begabung hat. Sie ist dreimal deutsche Meisterin geworden in Folge. Also hat sich doch schon gelohnt. Ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und dieser Weg führt Gonska an diesem Wochenende zur Hallen-Europameisterschaft nach Glasgow. Dort peilt sie allerdings nicht den ganz großen Wurf an. Ja, bei der EM in Glasgow möchte ich ganz gerne meine Saisonbestzeit verbessern. Die liegt momentan bei 52,96. Das möchte ich ganz gerne unterbieten und wäre schön, wenn ich dann damit ins Halbfinale kommen würde. Die Hallen-Europameisterschaft in Glasgow ist also eher eine aktuelle Standortbestimmung. Das eigentliche Ziel liegt für die deutsche Meisterin nämlich noch ein bisschen entfernt. Das große Ziel ist natürlich nächstes Jahr dann auch wieder bei Olympia am Start zu sein, sowohl über 400 Meter Einzel, aber natürlich da auch die Staffel zu unterstützen. Bleibt die eigentliche Spätstarterin in ihrer täglichen Trainingsarbeit weiterhin so fokussiert, geradlinig und ausdauernd, wird sie sicherlich auch dieses Ziel in Windeseile erreichen.